Gut, dann steht ihr allesamt neben der Erdbeerbohle, neben dem Tisch. Kiaras hat natürlich dafür gesorgt, dass die erste Ladung dealkoholisiert worden ist, also dass Ömer und Jalan sich hier wieder bewegen können und Kiaras kann feststellen, dass sie gerade wieder dabei sind, wie sich wieder neu zu befüllen. Diskutiert Gut. gerade wieder so ein bisschen über die neuesten Erkenntnisse, habt eure ersten Runden gedreht und kommt jetzt wieder aufeinander zu. Also, wir machen die Feuerlanzen eher links und dann die schwere Artillerie rechts. Was Bis für hier. Feuerlanzen? Wovon redet ihr? Naja, achso, ja, entschuldigt. Der Drache, der Herr hier, war so nett, uns seine Artillerie in der Stadt zur Verfügung zu stellen für die Sicherheitsmaßnahmen. Wozu brauchen wir eine Artillerie? Was erwartet ihr? Wenn wir überrannt werden mit der Infanterie, ist Artillerie immer gut, um die feindlichen Linien Wir auszudünnen. feiern ein Fest und keine Schlacht. Aber ein Fest mit den Außerdem, wichtigsten was für Leuten. Gastgeber wären wir denn bitte sehr, wenn wir nicht in der Lage wären, unsere eigene Sicherheit zu garantieren? Wir würden wohl kaum Hilfe von außerhalb annehmen, nicht wahr? Ich fürchte auch, eine Genehmigung für solche Waffen zu bekommen in der Stadt ist ein wenig Ist ja kompliziert. außerhalb der Stadt. Was glaubt ihr denn, was die Stadt gerade mit uns macht, wenn wir anfangen, das Ding zu befestigen, als wollten wir einen Umsturz planen? Naja, wir haben Zusätzlich zu nichts. Wir haben doch gar nichts. Wir haben doch 200 Söldner. Und den Richtig, Zwergenkönig. zusätzlich zu den 200 Söldnern, die wir sowieso schon haben, die den schon Und wieder denkt an aufstoßen die werden. Kaution. Wollt ihr dafür Geld? Ich glaube nicht. Ihr Was wollt doch hat die denn hohen, sonst? ihr wollt doch die hohen Herren nicht erschrecken. Die sind es doch nicht gewohnt, so derartige Waffen zu sehen. Ja, aber das bietet doch genau für diese Garner den optimalen Ton. Der Ton für Ton die bringen Gala den ist doch, Krieg. dass wir mit unserem starken Arm und unserer Rondra-Gefälligkeit den Drachen im ehrlichen Kampf besiegt haben und nicht irgendwie vom Himmel geschossen. Ach so, ja, ich wollte redet immer noch über den Drachen, ja, richtig. Es Ich ist dachte, eine Tobi. Drachentöter-Gala, keine Ahnung, Bordschützen-Gala. Ja, wir sammeln doch für Tobrien. Tobrien ist im Krieg. Dann sammelt die Geschütze, aber nicht, bringt die doch nicht in ein Fest unter. Ja gut, aber ich glaube nicht, dass er sie uns schenken möchte. Er leiht sie uns nur aus. Wir bringen sie auch wieder zurück. Was für ein Blödsinn, Kriegsmaschinerie. Also, die hat vielleicht was aus der Schlachtwelt verloren, aber doch nicht hier in der Stadt. Naja, er hat sie schon in der Stadt. Habt ihr Ja, sonst? aber. Wie wollt ihr das Fest denn sonst befestigen? Ja, wir haben so ein paar Söldner. Wir befestigen gar nichts. Wir erwarten keinen Angriff. Das hier ist doch keine Belagerung. Wir haben 50 hochgestellte Leute. Und zehn Erwartet ihr. Chorgeweihte. Das ist Ja. einer für fünf, das wird wohl reichen. Ja, da wartet ihr doch zumindest einen Anschlag, oder nicht? Oder Wir sind zwei. nicht in Und aller dann bringt Entfernung. eine Ist das Thema Bombarde etwa? Ja, vielleicht. Naja, schreckt ab. Außerdem hält das die armen Leute ein wenig weiter zurück. Hat ja die bessere Reichweite als die Bogenschützen. In der Weststadt gibt es. Es wird keine Geschütze auf der Therme geben. Es wird auch keine Geschütze in der Therme geben. Habt ihr sonst noch was besprochen mit dem Bergkönig? Na, ich habe ihn eingeladen. Das ist richtig. Naja, wir könnten ja vielleicht zumindest eins drinnen aufstellen, dann können Sie Nein. es besichtigen. Nein, naja, ich meine. Nein! Ihr scheint doch einfach keine Geschütze zu mögen. Naja. Ich glaub mir, ich Nun, da mag war sie dieser wunderbar. Sie haben eine unsere Bohrer Punkt noch in aus der Tinte Helmport. geholfen, aber das ist nicht der Ort. Da war diese eine Situation in Helmport mit den Geschützen. Hier immer mit eurem komischen Kaff. Da war auch noch die Geschichte mit der Seeschlange. Oh ja, die Seeschlange. Das war spannend. Ihr solltet euch mal ein bisschen dankbar gegenüber Geschützen zeigen, wenn sie euch doch schon so ausgeholfen haben. Die haben auch mal eine Party verdient. Das ist aber keine Party für Geschütze. Wir wollen damit Leuten helfen, die nichts zu essen Ah. haben. Sind denn alle Unterpunkt. wahnsinnig geworden? Naja, ich wollte, ich war ja nur über die Sicherheit besorgt. Wenn jeder irgendeine abkratzt, ist das nicht mein Problem. Das fällt am Ende auf euch zurück. Ich gehe zurück nach Al-Anfa. Und ihr seid alle fett am Arsch. Ich denke, die Geweihten werden mehr als genug Sicherheit sein und Abschreckung. Die Geschütze würden doch nur von ihnen ablenken. Außerdem, wir würden das Dekor geworden finden, wenn ihr in den Gegner wegschießt. Eben. Naja, wenn wir da mit Geschützen auftauchen und 10 Chorgeweihten, dann denken die bestimmt, dass wir Dämonen erwarten. Das freuen die sich. Niemand Ja, freut aber sich, wenn wollen ihr sie so viel Dämonen Konkurrenz erwartet. haben? Naja, also, Chorgeweihte eigentlich schon. Vielleicht kennen wir unterschiedliche Chorgeweihte. Ja, was auch immer. Keine Geschütze. Was machen wir dann mit denen? Jetzt, wo wir sie eh schon versprochen haben? Ihr könnt sie ja polieren gehen, oder weiß der Geier, was damit machen. Genau, Damit die geht kommen eure nicht. Kanone polieren, Raffin. Ich
hätte euch nie so nah am Raja-Tempel vermutet. Beeindruckend. Ja, sehr. Was heißt denn, warum habt ihr die Geschütze jetzt am Raja-Tempel stehen? Ihr missversteht mich. Ihr missversteht mich, aber das ist kein Problem. Ja gut, wenn ihr die Geschütze nicht wollt, dann nehmen wir sie nicht. Ich dachte nur, ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul bei einer Spendengala. Und glaubt gar nicht an, ich weiß nicht, Säcke oder Schützengräben oder sonst irgendetwas. Ja gut, was wollen wir mit dem, wenn wir eh keine Geschütze wollen? Dann lohnt sich das ja eh nicht. Genau. Schön, dass ihr sein seht. Wollt ihr denn jetzt bei der Sicherheitsbesichtigung wenigstens dabei sein oder wollt ihr da nicht dabei sein? Eigentlich nicht, aber ich denke, ich habe meine Meinung gerade noch geändert. Sehr gut. Dann ihr, ich, 10 Chorgeweihte, Ömer und der Zwergenkönig. Das wird super. Glaubt ihr, wir haben genug Chorgeweihte? Vielleicht kann ich noch mehr besorgen. Ich schüttel nur den Kopf. Man kann nie genug Chorgeweihte haben. Naja, egal. Sind Chorgeweihte so salonfähig? Nein. Eigentlich immer. Recht nett, die Männer. Hat man mich noch nie einen schlechten Eindruck gemacht. Hat sich noch nie einer über die beschwert. Wäre so ein bisschen gerade Rüstung ein wenig aufpolieren. Während Rafim gerade in der Nase popelt. Ja. Ja gut, dann nicht. Ich wollte es nur mal angeboten haben. Naja, dann Zwergenkönig, brauchen wir eure Geschütze leider doch nicht. Ich bin enttäuscht, aber was will man tun? Was ist mit den Gräben? Wir können sie wunderbar unterirdisch verbinden. Wir ziehen einfach eine Linie von hier nach da, einen letzten Spatenstich und dann fließen die Gewässer automatisch zusammen. Damit haben wir sogar nicht nur einen Graben, sondern einen Wassergraben. Ja, die wollen ja nicht mal Geschütze. Was wollen wir dann den Wassergraben anlegen? Wenn man die Grundsätze der Verteidigung schon vernachlässigt, braucht man auch die Erweiterung nicht einsetzen. Da lohnt sich da ja nicht. Ich meine, was wollen wir mit einem Wassergraben, wenn wir keine schwere Artillerie haben, um den Feind zu behaken, während über den Wassergraben klettert? Haben wir eine Schmiede vor Ort? Wir könnten diese Eisenzäune hier noch umschmieden. Karinor predigt mir nochmal von Harmonie, bevor ich mich vergesse. Also ich glaube nicht, dass das erlaubt ist, sonst ist die Idee gar nicht schlecht. Ich glaube, die Gareta werden ein wenig ungehalten, wenn wir ihr Wasser, das sie für ihre Thermen benutzen, umleiten nach außen. Naja, wir haben 200 Söldner dabei und 10 Korkeweite, die werden die Schnauze halten. Nun, sollen uns aber Geld geben! Ah ja, richtig. Ich vergesse immer wieder, warum wir das machen. Ja, richtig. Ihr habt recht. Na, leider keine Gräben. Aber vielleicht kommen wir nochmal dazu. Zieht ihr der nächste Mal im Krieg? Die schaut den Zwergenkönig an. Demnächst, wenn wir gegen Rassasor oder so ziehen. Na, da kommen wir bestimmt nochmal dazu. Da werden wir ja sicherlich dabei sein. Denkt an die Geschütze, die kann man bestimmt brauchen. So, habt ihr sonst noch irgendwas? Die Party langweilt mich so langsam. Mir fehlen die Worte. Hat jetzt eigentlich schon irgendjemand Silent ihren Hall eingeladen oder haben wir den komplett umsonst aus diesem komischen Friedhof da rausgezogen? Richtig. Wollt ihr ihn wirklich einladen? Selbstverständlich wollen wir ihn einladen. Gebietet ist. Das wäre nur angemessen. Genauso wie die Dame Alara Paligan. Ich wollte es schon vorschlagen, Kapitän, dass wir vielleicht sie auch noch einmal aufsuchen sollen. Nun, glaub, ihr seid auch dann vorne, warum macht ihr das nicht? Ich glaube, wir müssen noch eine ganze Menge Essen nachbestellen, wenn ich das so höre. Ey, mit wie viel Mann kommt ihr eigentlich? Ich schau mal den Zwergenkönig an. Ja, also, kommt drauf an, wie viele mitessen dürfen. Wenn du willst, kann ich uns 100 Pioniere besorgen, die essen. Wird auf alle Fälle alle. Nein, ich dachte eher so an, habt ihr bei euch Zwerge denn sowas wie adlige, hochgestellte Zwerge oder sowas? Ratsmitglieder. Ja, sind welche da? Zwei oder drei. Wenn wir Igna noch dazu zählen, als euer Freund, wir können ihn auch ausladen. Nein, das nicht eingeladen. Die Ratsmitglieder dürfen doch bestimmt auch was essen, oder nicht? Welche Ratsmitglieder? Von den Zwergen. Das kein Problem sein, natürlich dürfen sie. Es ist bis jetzt nur der Hochkönig und ihn eingeladen. Keine Ratsmitglieder. Die Ratsmitglieder? Warum wollt ihr die denn nicht einladen? Das sind doch bestimmt irgendwelche Zwergenadligen, oder nicht? Sind die wichtig? Haben die Geld? Bestimmt. Die sind Zwerge. Geld? Wir haben Diamanten. Siehste? Diese Top, die Boys. Dürfte ich fragen, wie viel mit Zwergen ihr kommen wollt? Hat er doch gesagt. Drei von seinem Rat sind hier. Okay, Abelmir, ich hab dir schon mal gesagt, hier, nächstes Bier. Wenn du mich ehrst, können wir das auch sein lassen. Hab keine Lust auf so eine Sesselpupser-Party. Verzeiht.
verzeih. Irgendwann lernt das vielleicht. Doch ich fürchte, der Tag ist nicht heute. Ihr seid genauso schlimm. das ein wird eine Sesselpupser-Party. Da kommen nur ganz viele Sesselpupser hin. Ach, aber trotzdem seid ihr herzlich eingeladen. Schreibt mir einfach auf die Einladung drauf, wie viele ich mitnehmen soll, und dann kommen halt so viele. Das kriegen wir hin. Die Pioniere kann ich auch zu Hause lassen. Ja. Ich glaube, da sind sie auch besser aufgehoben. So, ich muss jetzt mal mein Zwergenbier wegstellen. Und damit krempelt er sich irgendwie an der Hose rum und geht weg. Ah, Moment, den habe ich vergessen. Geht nochmal wieder zurück und holt sich seinen Feldspalter. Habt ihr denn sonst alle einladen können, die ihr einladen wolltet? Nun ja, wir haben einige Avancen gemacht. Hagrubal, Gundwin vom großen Fluss fehlt noch. Man könnte der Regentin noch einmal grüßen. Ich würde sagen, das sollte am besten Isarun übernehmen oder Yalan, weil ich und Ömer machen, da sollte das nicht machen und Abelmir sollte das auch nicht machen. Richtig. Dieser Logik kann ich mich nicht entziehen. Und ich weiß nicht, ob sie Alan Fana mag, aber die scheinen hier ja nicht gemocht zu sein. Nichts gegen euch, Herr Karinor. Ja, vielleicht. Ja, dann auf! Rauschwärmen! Sucht sie diese wichtigen Leute. Ich will hier nicht noch ewig bleiben. Dann fangen wir einfach mal bei Hagrobald an. Der steht gemeinsam mit Leomar herum und besprechen wohl was ziemlich nah aneinander. Und wenn du, Abelmir, auf ihn zutrittst, fragt dich der Erzmarschall. Abelmir, Herr Morenes, sagt, wo habt ihr Isarun und euren Bandstrahler gelassen? Laufen die hier auch rum? Sicherlich. Ich drehe mich um, guck mich um. Seht ihr dort hinten? Dort stehen sie. Danke. Damit geht er ab und du bist allein mit Hagrobald. Euer Liebling. Ich glaube, wir haben es geschafft, die ehrenwerte Rohaya, ihre allerdurchlauchtigste Hoheit, zum Fest einzuladen. Es steht noch etwas auf tönernen Füßen, aber ich bin recht positiv in dieser Hinsicht. Ah, ausgezeichnet, guter Freund. Dann könnt ihr mich wohl höchstwahrscheinlich auf ebenso tönernen Füßen dazuzählen. Zwinkert ihr dir zu. Gerne, zu gerne. Die Einladung wird euch natürlich zugestellt werden, euren Namen. Ja, sehr gut. Trinken wir noch einen gemeinsam? Ach, gern. Ich schnipp mir nach so einem Diener. Gut, sehr gut. Bier aus den Nordmarken, kurzen. Zwei kurze, ein Bier in der Mitte. Wird hingestellt. Und da trinken wir erst, das wird erstmal angeordnet zu einem Phallus, ja. Und dann nehmen wir erst den kleinen und dann das große Bier und alles hintereinander weg. Komm, schlägt er dir auf die Schultern und socht sich einen Tisch. Und dann, ja, jeweils die zwei kleinen und die großen. Schluck. Ja, wird wie gesagt dann angeordnet. Also du kriegst ein Bier, also jeder kriegt dann eben ein Bier. Ja, wird dann wegen so hingestellt und dann erinnert es sich tatsächlich an einen Penis. Mit Roden. Sehr schönes Arrangement. Okay. 3, 2, 1, los. Ja, wahrscheinlich von unten nach oben oder von oben nach unten. Fang an! Dann von oben nach unten. Das erste Bier in einem Schluck wahrscheinlich runtergezogen. Und knallt auf diese Platte. Die ausgezeichnet. Orange. Schön drauf knallen. Isarun und Yalan, auf euch kommt zu der Reichserzmarschall. Leomar Alderich, Siegeswild vom Berg. Verzeiht mir, ihr seht beschäftigt aus, aber ich möchte euch noch gerne etwas fragen. Kommt ihr bitte mit? Ihr seid ein Blick zu Isarun. Nun, ich werde euch wohl kaum, wenn wir uns ausschlagen können. Wir dann. Mhm.
Er geht mit euch eine der Wendeltreppen nach oben und bleibt dann nicht nur im ersten Stock stehen, wo eine große Tafel aufgebaut ist mit Essen, was ihr dann im Verlauf des Abends noch weiter dann zu euch nehmen könntet, aber er geht ein weiteres Stockwerk nach oben, wo ihr dann relativ alleine seid. Irgendwo ich tätschel mal so sicherheitshalber das Kurzschwert an meinem Gürtel. Irgendwo in der Ecke könnt ihr noch zwei Personen sehen, die da in den Schatten sich unterhalten. Könnt aber nicht ganz verstehen, was da ist. Die werden dann aber auch, wenn die sehen, dass da irgendjemand kommt, gehen die dann auch irgendwo in einen anderen Raum, bis ihr dann eben alleine dort steht. Also, ich habe bereits mit eurem Freund hier Morenas gesprochen und ich möchte von euch gerne wissen, ihr seid gezogen mit Lutisana von Perikum. Ihr habt sie meines Wissens in Yolgoma kennengelernt und habt sie dann über die Schwarze Sichel nach Garret eskortiert. Korrekt? Das ist richtig. Korrekt. Wie war ihr Verhalten während der Zeit? War sie ehrenvoll? Naja, sie hatte keine Gelegenheit, sich ehrlos zu verhalten. Immerhin war sie ein Gefangener. Und Lutisana von Perikum hat schlussendlich das getan, was ihr selbst damals diente. Und das war, mit unserer Hilfe aus den Schwarzen Nacht zu entkommen. Und jetzt verrottet sie seit ein Jahr in den Kerker der KGA. Meint ihr, das nützt ihr? Wenn der Reichsgeheimrat anders entscheidet, wird das wohl auch ihr los sein. Welche Position hatte sie denn am Hofe von Yolgormak? Sie war die Herrmeisterin, wenn ich mich nicht irre. Magistra, ihr habt die Berichte gelesen. Ihr habt es so angegeben. Mit Herrmeisterin. Ihr konnt uns wichtige, wie ihr sicherlich wisst, Informationen über ihre Gruppenbewegungen geben. Kolakai, ja. Zusammen mit den Grundrissen der Festung. Die Sachen sind mir natürlich bekannt. Immerhin standen wir erst vor ein paar Tagen hier in diesem Raum. Und diese Grundreste hat tatsächlich mein Begleiter Ömer aus der Schatzkammer entwendet. Ja, mit dem wollte ich ebenso reden, aber er hatte wohl etwas anderes vor. Ich wollte nur von euch wissen, ob sie dem Kriegerkodex noch gehorcht und ob man ihr in der Zeit trauen konnte, die ihr mit ihr unterwegs wart. Gab es Möglichkeiten, euch zu verraten? Vielleicht nicht unbedingt auf der Schwarzen Sichel, sondern gab es Anlässe in Yolgormak. Das betrifft dann natürlich eher Herrn Greifenhund als Fräulein von Schwurgesen. Möglichkeiten zum Verrat sind in Yolgormak vielfältig und allgegenwärtig. Ich habe die Berichte gelesen, aber helft mir nochmal kurz auf die Sprünge. Wie habt ihr euch aus Yolgormak gerettet? Tatsächlich erklommen wir die große Kuppel auf dem Schwarzen Palast, als wir auf Lutisana trafen, wo die Suche nach uns aufgenommen hatte, sobald der Alarm ausgelöst wurde. Mit ihr zusammen flohen wir dann über den von uns vorbereiteten Fluchtweg aus dem Palast. Sie hat die Suche nach euch aufgenommen. Was bedeutet das? Vermutlich hat sie erfahren, dass wir uns im Palast aufhalten, hat von unserer eigentlichen Loyalität erfahren und dies als ihren Ausweg begriffen. Ich kann allerdings, wie ich nochmal betonen möchte, nur mutmaßen. Ich bin schließlich ein Gedankenleser. Gut, danke. Dann habe ich diesen Bericht auch noch einmal nicht nur als Bericht gelesen, sondern eben auch aus erster Hand gehört. Bis dahin hat sie mit diversen Dämonenbündlern, nichtsdestoweniger Varina von Mersing, zusammengearbeitet und den Bund des Spiels getrieben. Und die Heere für Barbarats Schergen kommandiert. Und das sollte man nie vergessen. Das ist mir bewusst. Und ihr plötzlicher Sinneswandel könnte, genau wie der des Udalbert von Wertlingen, wenn ich euch schmerzhafterweise daran erinnern darf, ebenfalls von Galotta inszeniert sein. Udalbert von Wertling? Stand das nicht in den Berichten? Ihr meint den Vater von Ludolf. Richtig. Wir trafen ihn und planten mit ihm zusammen, ursprünglich, wie wir ihn wohl aus der Stadt befreien könnten. Und sobald wir in den Schwarzen Palast hineingelaufen waren, stellte sich heraus, dass dies alles eine Falle war, ursprünglich wohl um seinen Sohn dort hineinzulocken.
klug wie er aber nun mal ist, hat er uns vorgeschickt, anstatt sich dort blicken zu lassen. Nein, ich habe den Bericht natürlich so gelesen, aber es klang zumindest so, als ob Udalbert nicht wirklich viel für Ludisana übrig hätte. Was der eine für den anderen übrig hat, ist gleich, denn sie dienen nicht einander, sondern Galotta. Gut, danke. Mehr wollte ich nicht. Wenn ich meine persönliche Meinung noch dazu beitragen darf. Ich halte Ludisana von Pericum für eine exzellente Taktikerin, aber persönlich ist ihr nicht zu trauen. Das ist sie. Eine exzellente Strategin, Taktikerin. Gut. Danke. Mehr wollte ich auch gar nicht. Meine Gespräche, die ich mit Magister Yamorenes hatte, waren nur dahingehend, dass ich auch noch einmal mit dem Bandstrahler sprechen wollte. Und natürlich mit einem Pfeil des Lichts. Ich möchte es noch einmal sehr deutlich gemacht haben, dass ich es für töricht halten würde. Habt ihr, danke. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf der restlichen Feier. Hab Dank. Gut. Ich warte, bis wir aus der Hörweite sind. Er geht nach unten. Wir haben ein Problem. Mhm. Ich weiß nicht, wie wir das lösen können, außer die Königin selbst zu petitieren. Die wird davon nichts hören wollen. Ist aber möglicherweise die einzige Möglichkeit. Sie kann die Entscheidung widerrufen, die ja schon getroffen worden zu sein scheint. Und wir sollten sie nichtsdestotrotz heute vielleicht nicht damit belasten. Schließlich steht wohl noch nichts endgültig fest. Aber zu lange Zeit lassen sollten wir uns auch nicht damit. Heute ist nicht der richtige Zeitpunkt, da habt ihr schon recht. Während die Untoten auf der anderen Seite sind, war das nicht genug. Jetzt müssen wir das noch auf dieser Seite mit Problemen bekämpfen. Es hilft nichts, es hilft nichts. Es muss gesagt werden. Aber dann wollen wir doch erst einmal eine Einladung aussprechen. Genau. So. Und so geht's wieder runter. Rafim und Ömer wollen gemeinsam zu Alara oder wer möchte denn mit, oder? Selindiana, wer will denn? Ich will nicht zu Selindiana. Die spielen mich SO-mäßig an die Wand. Nö, das überlasse ich irgendwem anders. Okay, gut. Dann, ja, ich mache einfach mal von oben nach unten weiter, Keras. Ja, ich denke schon, dass ich zu denen gehe. Alleine? Will jemand mitkommen? Ich kenne sie nicht. Irgendwer muss mich begleiten. Ich komme wohl mit, aber ich bin mehr da und sage nichts. Ich, ja. Übersteht auch im Hintergrund nur und sagt. Genau, ich unterstreiche nur durch meine physische Anwesenheit. Gut. Ja, dann könnt ihr auf die beiden zugehen. Trondvik ist wie gesagt draußen im Garten, wo das Stygoma unterhält sich leise mit Alara und Selindian schaut weiter in den Himmel, an die Decke. Und dreht sich dann zu euch. Einen wunderschönen guten Abend. Einen guten Abend wünsche ich euch. Ihr seid doch diejenigen, die mich vom Boron-Hangar geholt haben, oder? Danke. Ja, meine Begleiter, doch wir hatten noch nicht das Vergnügen. Kiaras Karinor, eine Freude. Ja, ich bin Selindian Hal von Gareth. Schön, dass ich euch kennenlerne. Ich habe bereits von euch gehört und auch von eurem kleinen Abenteuer. Ja, wie gesagt, wenn ihr nicht gewesen wäret, dann wäre ich höchstwahrscheinlich auf dem Boron-Anger erfroren. Zumindest hätte meine Mutter das gesagt. Danke, dass ihr mir daran ist die Götter, die unsere Schritte geleitet haben. Ich kann mich daran aber auch nicht erinnern. Tut mir leid, falls ihr irgendetwas gesagt oder getan habt, dann... Dies sei belanglos. Ihr seid wohl auf, das ist alles, was zählt. Wie kann ich euch helfen? Kann ich euch etwas anbieten? Meine Mutter... Nein, vielmehr
wollen wir euch etwas anbieten. Euch eine Einladung ausstellen. Nun, die werde ich gerne annehmen, wenn ihr mir sagt, wohin es gehen soll. Oh, sehr gerne sogar. Wir wollen in ein paar Tagen eine Gala veranstalten, um nun zu feiern und zu helfen. Und dabei möchten wir auch ein Theaterstück vorspielen. Und selbstverständlich würden wir gerne euch auch anwesend haben. Eine Feier, eine Party. Ja, mit einem Essen, mit Theaterstücken und für einen guten Zweck. Ich bin eigentlich nicht so sehr derjenige, der gerne auf Partys geht. Meine Mutter hat mich dazu verleitet, dass ich hierher gehen sollte, damit ich gesehen werde, aber... Oh, ich versichere euch, das Theaterstück wird euch gefallen. Es wird einige Geschichten erzählen von dem, was wir erlebt haben. Und es wäre schmerzhaft, wenn ihr es nicht miterleben könntet. Er seufzt und du kannst auch erkennen, dass er wohl ja schon depressiv ist. Kann man nicht anders sagen. Also gut, dann komme ich natürlich. Ach, vielen Dank. Ich verspreche, dass es ein wundervoller Abend wird.